Hallo liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Hier ist wieder der Jörg von Bodemotion. Heute mit einem Video, was ich euch versprochen habe. Und zwar geht es um das Bild. Und es geht um das Bild. Warum sind diese Bilder jetzt so besonders und warum mache ich ein Video dazu? Nun, ich habe mich mal wieder ein bisschen weitergebildet, war im Netz unterwegs, habe mir ein paar Videos von Gary Fong angeguckt. Und dachte mir, hey Jörg, das wäre doch was für deine Leute, deine Fans, deine Kunden, um ihnen einfach Möglichkeiten zu bieten, kreativ zu fotografieren mit einfachem Equipment. Was habe ich für das Foto gebraucht? Ganz einfach. Ich habe mir meinen Systemblitz geschnappt, in diesem Fall einen Canon 580EX2, den braucht man aber nicht unbedingt, das reicht eigentlich jedes Blitzgerät, was ihr ansteuern könnt. Ich habe mir einen Funkauslöser dran gepackt, das geht allerdings auch mit dem Kabel. Und ich habe mir einen zweiten Blitz besorgt. In diesem Fall ist es ein Yongyu Speedlight YN460, komplett manuell. Vielleicht sieht man es, völlig einfaches Teil. Für mich ideal, weil für alles andere bin ich irgendwie zu dusselig und uninteressiert. Jedenfalls habe ich mir diese beiden Blitze genommen. Und noch etwas, was man sonst in der Regel immer wegschmeißt. Und zwar einen Pappkarton. Diesen Pappkarton habe ich mir zu einer Röhre gebaut. Das heißt, ich habe die äußeren Umrandungen alle abgeschnitten. Habe zugesehen, dass ich den Pappkarton und den Blitz zusammenbekomme. So, ja, sodass der Pappkarton selbst wie eine Verlängerung des Blitzlichts wirkt. Und dann, weil ich ja kreativ bin, habe ich mir hier vorne noch die Pappe eingeschnitten, sodass ich mir hier noch so eine kleine Öffnung bauen konnte, die ich dann einfach ein bisschen beeinflussen kann. So, diesen Blitz habe ich mir in meinem noch lange nicht fertigen, furchtbar unorganisierten und natürlich sehr kleinen Heimstudio dann positioniert. Ich zeige euch das jetzt mal. Unglaublich, dass ich hier fotografiere. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Egal. Also, diese Blitze habe ich mir dann, beziehungsweise diesen einen Blitz habe ich mir auf ein Stativ gestellt. Das Stativ dann in etwa, ja, so, ich würde mal sagen, auf 2 Uhr zum Modell, also zu mir, ja, in entsprechender Entfernung. Da müsst ihr gucken, wie viel Platz ihr habt, ja. Und dann habe ich mir den zweiten Blitz genommen und ihn hinter mich gestellt, ja, also quasi direkt an den Rücken, ja. Hilfreich dabei ist, wenn ihr diese Reflektorkarte auszieht, grenzt nochmal so ein bisschen nach hinten ab. So, habe ich mir das hier gemacht. Und weil ich es mir ja nicht habe nehmen lassen, habe ich auch gleichzeitig hier noch ein bisschen buntes Papier drum gemacht. Da könntet ihr Einkaufstüten nehmen, da könnt ihr Papier nehmen, also dieses Bastelpapier, dieses Transparente, das habe ich nämlich jetzt genommen, das lag von meiner Tochter hier noch rum. Da habe ich gesagt, das ist super, rot passt zu Bodemotion, das nehmen wir. Und ja, ich habe drum gewickelt mit einem Gummiband und halt eben so hinter meinem Rücken positioniert. Wichtig war an dieser Stelle, diesen Blitz auf Slave zu schalten. Slave heißt nämlich in dem Fall, der erste Blitz feuert, der zweite Blitz feuert mit. Insofern also völlig einfaches Setup. So, war dabei rausgekommen, ist das Bild, was ihr da seht. Und irgendwie hat es mich dann gepackt und ich hatte Bock, noch mehr zu machen. Also habe ich von diesem Blitz die Folie wieder abgenommen, damit es halt weiß ist. Habe das dann dort stehen lassen, wo es steht, nämlich hinter dem Modell, also einen halben Meter, Meter von der Wand entfernt. Und dann habe ich mir die liebe Verena geschnappt. Die ist nämlich hübsch und Model ganz gut. Und die musste dann für einen Lichttest herhalten. In dem Fall jetzt nicht mehr mit dieser Pappe, sondern ich habe einen Diffuser drumherum gebaut. In dem Fall für mich war es jetzt eine Round Flash Softbox. Ja? Also wir gehen von diesem absoluten trashigen Low-Budget Setup mit dem Pappkarton hin zu einem gekauften Diffusor, um das Licht noch weicher zu machen. Ja? Und ich habe es genauso stehen lassen. Ich habe es dann vielleicht nochmal nach vorne ein bisschen gerückt und ein bisschen zur Seite, ein bisschen rumexperimentiert, aber das Setup war genau dasselbe. Und rausgekommen ist das Bild. Leute, ist das der Hammer? Und das mit so einfachem Equipment. Wichtig ist, ihr müsst eine Kamera haben, bei der ihr auf manuell stellen könnt. Ja? Und wenn ihr das getan habt, dann macht ihr das folgendermaßen. Wo ist meine Kamera? Hier.
bin ja ganz aufgeregt und begeistert bin. Also, ihr stellt die Kamera auf manuell. Ja, so. Und ich zeige euch das mal hier in meinem Live-View-Modus. Zack. So. Seht ihr diesen kleinen Regler hier unten? Diesen kleinen da, ja? Der jetzt so fein blinkt? Das ist euer Belichtungsmesser. Und die Einstellungen an meiner Kamera waren gewählt mit ISO 200, Verschlusszeit von einer 200stel Sekunde, weil, das ist wichtig, weil mein einfacher Blitz, der Yongnuo, der kann nicht mehr, der kann nicht schneller feuern. Also bin ich an dieser Grenze beeinträchtigt. Aber weil ich ja mit meinem Equipment zurechtkomme, habe ich den Yongnuo einfach dann so akzeptiert, wie er ist und habe die Blende runtergeregelt. So, und zwar so weit, dass wenn ich ein Foto gemacht habe ohne Blitz, alles schwarz war. Schwarz, dunkel, weil ich kontrolliere das Licht. Ja, und dann habe ich angefangen, die Intensität der Blitze zu regeln. Das heißt, zuerst ein bisschen den Hintergrund heller, weil mir das Licht dann zu wenig war. Dann den Vordergrund ein bisschen heller oder dunkler, je nachdem, wie es einem gefällt. Ja, so habe ich mir mein Licht-Setup aufgebaut. Hammer, Leute, Hammer. Probiert es aus. Jeder kann fotografieren. Ihr braucht kein teures Studio-Equipment, um auf engstem Raum, ich meine, schaut euch mein Studio an, ja, um auf engstem Raum tolle Porträts zu machen. Was ihr braucht, sind ein bisschen Hilfsmittel, wie Pappkartons, Folien, Bastelpapier und ähnliches. Natürlich Kreativität, ein bisschen Equipment braucht man. Billige Blitze, den Yongnuo habe ich, glaube ich, für 25 Euro gekauft. Ich denke, das ist vertretbar. Es geht auch mit günstigeren Varianten. Hauptsache ist, ihr könnt Licht erzeugen. Selbstverständlich könnt ihr auch mit Lampen arbeiten. Der Effekt wird derselbe sein. Ja? Probiert es aus, lasst mir ein Feedback da, teilt das Video. Wenn ihr noch was sehen wollt, wenn euch irgendetwas ganz besonders interessiert, seid so frei. Schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir in meinen Kanal. Ich freue mich auf euch und ich freue mich vor allen Dingen darauf, euch noch mehr zu zeigen, was für coole Sachen ihr mit richtig Low Budget machen könnt. Bis dahin, euer Jörg, lasst es euch gut gehen.